wieder so das Thema Adobe Forms oder auch Subindexed Forms bei Adobe oder auch PDF Forms oder Print Forms. DSAP hat einige Worte dafür gefunden für diese Technologie. Im SAP-Sprachgebrauch bei den Kunden hat sich Adobe Forms durchgesetzt. Adobe Forms ist bereits seit 2006 im System verfügbar und ist die aktuelle Formulartechnologie der SAP. Hierbei sind natürlich einige Dinge, die sich für den etablierten Formularentwickler verändern. Das heißt, Sie haben einen intuitiven Designer, welcher sehr einfach und leicht zu bedienen ist. Sie haben einen sehr schnellen Einstieg in die Technologie. Das ist natürlich ein Vorteil. Sie haben nicht mehr lange Wochen, die Sie sich im Grunde genommen einarbeiten in die Technologie, sondern Sie können direkt innerhalb von wenigen Stunden schon die ersten sichtbaren Ergebnisse erzielen. Es ist so, dass Sie auf eine komplette Versionsverwaltung zurückgreifen können. Das heißt, wie Sie es vorher gewohnt sind, mit dem Funktionsbaustein oder auch mit Reports, ist die komplette Versionsverwaltung vom SAP für diese Formulartechnologie etabliert. Weiterhin ändert sich vor allen Dingen in der Architektur gravierend etwas. Das heißt, wir haben hier einen Umschwung vom klassischen, wie es bei SAP Script oder Smartforms war, wo im Grunde genommen alles irgendwie in einem verarbeitet wurde und alles im ABAP war, zum Java-Stack hin. Das werde ich jetzt einmal kurz an der Flipchart aufzeichnen. Also, Smartforms und auch SAP Script arbeiten relativ ähnlich. Ich habe im Grunde genommen hier meine Datenbeschaffung. Dann habe ich meine Aufbereitung. Und ich habe meine Ausgabe. Hier hat sich natürlich im Gegensatz von SAP Script zu Smartforms auch schon wieder was getan. Bei SAP Script war das im Grunde genommen alles innerhalb von einem Block zu sehen. Und Smartforms hat an der Stelle schon die Möglichkeit gegeben und gesagt, grundsätzlich trenne ich zwischen der Datenbeschaffung und der Aufbereitung und der Ausgabe. Also das war schon ein technologischer Fortschritt an der Stelle. Nun kommen wir zu Adobe Forms. Und hier gibt es eine ganz klare Auftrennung. Es gibt einmal den Bestandteil der Datenbeschaffung. Dann gibt es den Teil von der Datenaufbereitung. Sowie letztendlich der Ausgabe. Für die Kollegen unter uns, die aus der Informatik kommen, das Ganze ist, wie man es schon ungefähr erahnen kann, an das MVC-Pattern angelegt. Das heißt, das Programmiermodell, ich habe quasi mein Model, mein Datenmodell. Ich habe meine Datenaufbereitung und Business-Logik. Das ist im Grunde genommen mein, also MVC, klar ist der View, schreiben wir auch mal direkt hin. Und hier der Controller ist im Grunde genommen auch das Abbild der Business-Logik. Also drei Elemente, die auch voneinander hart getrennt sind bei Adobe. So, jetzt kommt noch eine weitere Besonderheit dazu. Und zwar war es ja bisher so, dass sowohl SAP Script als auch Smartforms eine SAP-eigenentwickelte Programmiersprache sind und die ist komplett im ABAP-Stack. So, das heißt, die gesamte Verarbeitung findet im ABAP statt. Das ist natürlich für Sie ein Vorteil, entsprechend wenn Sie auch in einer Fehlerbehandlung sind, können Sie im Grunde genommen sämtliche Elemente nativ im ABAP auch durchdebuggen. Bei Adobe Forms ändert sich das Ganze jetzt. Adobe Forms ist ja eine Zusammenarbeit zwischen Adobe und SAP. Das heißt, das Produkt, was die SAP jetzt für die Formulargestaltung einsetzt, ist eigentlich ein natives Adobe-Produkt. Das native Adobe-Produkt ist aber nicht im ABAP entwickelt. Somit war es hier notwendig, auch entsprechend auf den Java-Stack zurückzugreifen, auf dem einmal der Webservice läuft, um die Formulare zu generieren und wo letztendlich auch
die Laufzeit zur Verfügung gestellt wird, um den Designer nativ mit einzubetten ins System. Also dieser Teil ist im Grunde genommen auch ABAP. Jedoch haben wir hier noch einen Teil Java. Ich nenne mal einen Java-Stack, um es einfach sauber zu haben. Hier gibt es einen Webservice. Und dieser generiert das PDF. So, das heißt, ich habe hier meine Aufbereitung, nehme mir die Daten zusammen, ermittle die Business-Logik und sage dann mit den Informationen von der Datenaufbereitung und den Informationen letztendlich hier von der Ausgabe, wie es dargestellt werden soll, gibt es den Webservice-Call und dieser Webservice-Call schickt dann, nachdem er entsprechend mit den Daten und den Bildinformationen, wie es dargestellt werden soll, einmal sauber das fertig generierte PDF wieder zurück. Und ich bin hier auch wieder weiter in meinem ABAP-Stack und kann mich dann im Grunde genommen hier über die Ausgabe, dann über die Nachrichtensteuerung, also NACE, oder E-Mail-Versand entsprechend drum kümmern. Der Java-Stack ist notwendig, um entsprechend diese ganzen Thematiken, um die Sachen sauber aufzubereiten. Adobe basiert komplett auf XML und das ist auch einer der Gründe, warum dieser Web-Service-Call auf XML-Basis abläuft. Wie Sie hier schon sehen, ist es notwendig für diese gesamte Technologie, einen Java-Stack zur Verfügung zu haben. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum die Technologie am Anfang extreme Schwierigkeiten hatte, sich am Markt zu etablieren. Nach und nach ist es aber so, dass SAP inzwischen auch für seine eigenen SAP-Nodes entsprechend den Solution Manager benötigt. Das heißt, wenn Sie eigene Patches bei sich einspielen wollen, benötigen Sie den Solution Manager. Der Vorteil für Sie, der Solution Manager hat schon die Adobe Forms, beziehungsweise hier den ADS, das ist der nämlich eigentlich vom Namen her, mit im Bauch. Haben Sie also einen Solution Manager, haben Sie im Grunde genommen auch schon die notwendigen Hardware-Voraussetzungen für die Technologie geschaffen. Eine weitere Variante wäre es, wenn Sie zum Beispiel ein SAP-Portal selber im Einsatz haben, wo die Mitarbeiter zum Beispiel ihre Urlaubsanträge oder ihre Abwesenheiten pflegen. Wie Sie hier schon sehen, von den Funktionen her, es ist so, dass es hier XML gibt. Darauf basiert die ganze Technologie. Sie können die Formulare nativ übersetzen, was ein Riesenvorteil ist. Sie können Webservices mit einbinden oder Mailversand direkt aus dem PDF heraus machen. Das geht, neuer Funktionsumfang, diesmal mit interaktiven Formularen. Das heißt, Ihre bisherigen Druckformulare aus Subscript und Smartphones sind jetzt auch in der Lage, entsprechend Daten von Anwendern anzunehmen, die auch zu verarbeiten und wieder ins Subsystem zurückzuschicken. Weiterhin haben Sie hier die Riesenvorteile, dass Sie 34 verschiedene Barcode-Arten schon nativ mit unterstützt bekommen. Das heißt, sämtliche 2D-Barcodes sind da schon mit drin und es ist auch schon RFID-Barcode hier möglich mit der Technologie. Ein weiteres Thema ist die Ausgabe dieser Barcodes. Früher war es so, dass Sie entsprechend das Ganze mit mehreren Druckern lösen mussten oder einem Hardware-Modul, dass Sie den Barcode auf demselben Formular ausgeben können wie das Formular an sich. Adobe löst das Ganze auf. Adobe bereitet diese ganzen Dokumente so auf, dass sie auf jedem Drucker ausgegeben werden können, egal ob der jetzt in der Lage ist, Barcode zu drucken oder auch nicht. Und wie gesagt, die Technik hat sich jetzt in mehr als 10 Jahren definitiv durchgesetzt. Wenn Sie in Richtung Massendruckszenarien denken, ist es so, dass Adobe inzwischen weitaus schneller schon ist als Subscript und Smartphones und Sie keine externen Dienstleister mehr für die Ausgabe dieser Dokumente benötigen. Schauen Sie sich in Ruhe bei uns auf der Website um und wenn Sie Rückfragen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie auf mich zukommen.